Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 4. September 2017? Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Wassermann. Das bedeutet kleinere Veränderungen, es ist Bewegung. Die Wassermanngeborenen nehmen ihren Gefühlen wahr, aber wichtig ist auch die Gleichgewicht. Gefühlen zeigen, aber auch Gefühlen annehmen. Wichtige Thema ist auch Liebe, Partnerschaft und es ist wichtig, auf dem anderen zugehen. Auch die Gespräche sind wichtig, die Kontakte. Also Kontakte pflegen, aber auch zuhören, was die anderen meinen. Dann kommen auch andere Einflüsse auch. Und das ist Fortuna und es bringt Glück gerade bei den Wassermanngeborenen. Was auch noch wichtig ist, ein selbstbewusster Auftreten, Kraft zu zeigen und auch Widerstand leisten. Und sie sollen etwas zu Ende bringen oder beenden oder von etwas trennen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen. Unklarheiten, Ungewissheit, etwas ist undurchschaubar und es bringt die Fischengeborenen aus dem Gleichgewicht. Die Fischengeborenen sollen auch achtsam sein, weil es kann passieren bei einer oder anderen Fischengeborenen, dass Einflüsse kommen von außen oder ein Nachricht und es ist sehr betrügerisch, undurchschaubar. Auch wichtig, dass die Fischengeborenen jetzt eher zurückhaltend sein sollen und schweigen, weil das führt auch zu Missverständnisse und führt zum weiteren Enttäuschungen. Wenn die Fischengeborenen Geheimnisse haben, bitte nicht weiter erzählen, weil das kommt gerade im Tageslicht und es bringt die Fischengeborenen auch aus dem Gleichgewicht. In den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung und das Ende des Flusses ist dann auch sichtbar. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist die Leichtigkeit spürbar, Kraft und Mut. Sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Es kommen auch größere Veränderungen, aber das ist noch etwas gebremst momentan. Oder hängt noch etwas mit Vergangenheit zusammen. Oder soll man noch etwas nachschauen, was war in Vergangenheit, da noch etwas aufräumen. Aber es ist zum Erwarten, dass das Veränderungen und Umbrüche kommen und die heutigen Tag haben eine angenehme, oder ich könnte sagen, wir haben angenehme Energie. Ich gehöre auch zum Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist gerade Unbeweglichkeit, Hindernisse, und Spannung. Die Stiergeborenen sollen geduldig sein, abwarten, noch nicht handeln. Auf einer Reise haben auch Hindernisse. In den kommenden Tagen beruhigt sich das alles und kommt etwas im Fluss, kommt Bewegung rein. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, die Erfolg. Die Berufung, die berufliche Erfolg und Anerkennung. Es sind noch Unklarheiten da, aber diese Leichtigkeit und dieser Aufstieg ist spürbar. Im Liebepartnerschaft haben die Zwillingsgeborenen auch Glück und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sollen gerade abwarten und eher zurückhaltend sein. In die kommenden Zeit wird aber die berufliche Situation wichtig sein. Nicht heute, aber es nähert sich. Es nähert sich die berufliche Aufstieg oder berufliche Veränderung. Also es bewegt sich etwas im beruflichen Ebene, aber heute ist etwas ruhig und
Heute sind noch die Vorbereitungen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen können damit rechnen, dass plötzliche Veränderungen kommen, unerwartete Ereignisse. Die Löwengeborenen haben Chancen, Möglichkeiten. Sie haben auch Mut und Kraft. Eine Nachricht ist auch zum Erwarten. Bei vielen Löwengeborenen ist es von der Vergangenheit. Jemand meldet sich wieder. Und in die Liebe Partnerschaft ist gerade auch wichtig. Heute sollen die Löwengeborenen auf die Gefühle achten, Gefühle zeigen und Gefühle annehmen. Das soll im Gleichgewicht sein, im inneren Gleichgewicht bleiben. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist so ähnlich wie bei Fischengeborenen. Unklarheiten, Unsicherheiten oder etwas Betrügerisches sollen sie achtsam sein. Alle Informationen oder Einflüsse von außen sollen die Jungfraugeborenen überprüfen und nach Gefühl handeln. Also nicht nur nach Verstand, sondern auch nach Gefühl. Wenn die Jungfraugeborenen Geheimnisse haben, dann sollen sie das für sich behalten, weil das kommt ins Tageslicht. Die Tierkreiszeichen Waagegeborenen können etwas loslassen, etwas beenden und so bleiben sie in Kraft. Die Tierkreiszeichen Waagegeborenen haben gerade Leichtigkeit, haben auch Glück, auch in der Liebe, Partnerschaft, auch eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist gerade Unbeweglichkeit im heutigen Tag. Aber es kommt etwas, ein bisschen Geduld noch. In die kommenden Tagen kommt schon etwas im Fluss. Und die nächste Zeit werden die Skorpiongeborenen Gewinn machen und um die Finanzen kümmern. Also es vermehrt sich etwas im Finanzen. Aber heute ist wichtig, noch nicht handeln, abwarten, die Ruhe bewahren, im Ruhe liegt die Kraft. Und in den kommenden Tagen wird ein finanzieller Zuwachs gewinnen oder die Finanzen kommen im Fluss. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben eine hervorragende Energie. Sie haben Kraft, Mut, Möglichkeiten, Chancen, Glück in der Liebe, Partnerschaft, haben die Leichtigkeit. Sie verändern vieles in ihrem Leben, kommt auch alles in Ordnung. Es ist schon eine Vorwärtsbewegung. Sehr schöne Einflüsse von außen heute bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben auch ein gutes Gefühl. Sie beenden etwas oder bringen etwas zum Ende und können endlich aufatmen und spüren diese Leichtigkeit und spüren die Kraft in den heutigen Tag. Diese kosmische Energie beeinflusst unserem Leben, beeinflusst unserem Alltag. Und das spüren wir. Jede Tierkreiszeichen empfindet das anderes. Aber das ist nicht individuell. Und ich kann natürlich Ihnen anbieten, das maßgeschnitten anfertigen. Dazu benötige ich die Geburtshoroskop. Also Geburtstag mit Uhrzeit und Geburtsort. Und von diesem Daten kann ich das genau beschreiben. Ein bestimmter Tag, was noch kommt. Oder ein Tag von der Vergangenheit, das zu verstehen, warum sind die Dinge so gelaufen. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.